Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, zu einer weiteren Reaction-Maction auf dem Zweitkanal. Mein Video ist absolut nicht dreckig, sondern komplett schwarz. Die besten Anmachsprüche aus Berlin bei Wash. Wir gehen hier rein, als wäre ich der Reaktionsboss Justin. Wash mit seinem Comeback, diesmal mit Straßenumfragen. Sagt der meine ungewaschenen Freunde, wir sind heute auf den Straßen von Berlin, mal wieder. Und ich bin gespannt, was die heftigsten... Ich habe so einen geilen Anmachspruch, aber ich kann ihn nicht raushauen, weil sonst werde ich sowas von gecancelt. Fragen die Leute, was ihr bester Anmachspruch ist und wie sie am schreibt's mal eure rein. Besten mit einem Riss punkten würden. Komm, ich mach dich mal ein bisschen lauter, Wash. Wir haben den ersten Kandidaten für heute, wie heißt du? Santos. Santos, aus welchem Land kommst du, Bruder? Ich komme aus Sudan. Aus Sudan? Warum heißt du Santos? Bruder, keine Ahnung. Okay, so, wir haben den nächsten, wie heißt du, Bruder? Zora? Soran. Okay, mein Bruder. Wir haben den nächsten, Bruder. Wie heißt du? Mein Name ist Mustafa, Bruder. Ich komme aus Syrien. Wir haben den nächsten, Bruder. Wie heißt du? Imran. Wo ist denn das? Ist das im... Ah, ich bin so ein Trottel. Ich wollte sagen, ist das in Berlin? Berlin ist einer von den schönsten Städten in ganz Deutschland. Re-Rap. Ey, hast du... Are you my dad's belt? Because you hit different. Wärst du eine Kartoffel? Wärst du eine Süßkartoffel? Das ist wack. Klappt wirklich. Handy geben und sagen, tipp deine Nummer ein. Ja, okay. Naja. Wie ist dein Name, Bruder? Also der beste ever ist ja immer noch, kann ich bei dir schlafen? Ich habe in meinem Bett geschissen. Na? Und mit. So, wir haben den nächsten, Bruder. Wie heißt du? Nader. Wir haben den nächsten. Genau. Wie heißt du, mein Bruder? Ich heiße Sari. Sari. So, wir haben den nächsten, Bruder. Wie heißt du? Bro, wie viele Hader? Anas. Wie alt bist du? Ich bin... Boah, ich könnte das null schätzen. Er ist 16. 18. Ah. Sehr stark. Wie heißt du, Habibi? Ali. Wir haben den nächsten. Wie heißt du? Oh, wie viele Typen war da? Wir haben den nächsten. Wie heißt du? What? Ich bin Nirvan. Imagine 8 Minuten haben wir noch. Yo, wir haben den nächsten. Nirvan? Ja, Nirvan. Stark, Bruder. Wie heißt du, mein Bruder? Jamie. Wie alt bist du? 16. Wie heißt du, mein Bruder? Ryan. Wie alt bist du? 16. Wir haben den nächsten. Wie heißt du, mein Bruder? Ich heiße Luca. Wie viele sind das? Wie heißt du, mein Bruder? Jordan. Die heutige Frage, erstmal, wie alt bist du? Ich bin 12 Jahre alt. Stark, Bruder. Lol, das hätte jetzt... Bro, ich bin so schlecht in Alter schätzen. Mann, wie groß bist du? 1,75, glaube ich. Stark. Auf jeden Fall. Versteigere 5 Kaiserschäker, wer will? Alter, sind die schon da, oder was? Auf jeden Fall ist die Frage... Nix spoilern. Was ist dein bester Anmachspruch? Mein bester Anmachspruch ist, haben deine Beine ein Problem, haben deine Beine Streit, kann ich dazwischen gehen? Ja, okay, wir werden die raten, Chat. Wir werden die raten. Ich gebe dem... So, ich werde auch bewerten, wie er ihn rübergebracht hat. Mit dem Stottern, ich sag eine 5. Der war nicht so schlecht. Scheiße. Hast du den schon mal gebracht? Nein. Zum Glück. Spring ihn bald. Tu es nicht, mein Bruder. Guck mal, wir haben eine ganz einfache Frage. Was ist dein bester Anmachspruch, den du hast? Bin ich gestorben oder sehe ich dann, ich hab verkackt. Haben wir nicht gesehen. Oder warum sehe ich Jan davon? Oi, Bruder. Wallah, der ist stark, Bruder. Der war stark. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Halal, Bruder. Er hat Halal-Riss durchgespielt. Bruder, du bist aus wie Super Mario, ehrlich jetzt. Kann ich nicht bewerten. Geil. Okay, guck, ganz einfache Frage. Was ist dein bester Anmachspruch bei einer Chaya? Ja, Bruder. Aber... Bruder, verstehe ein bisschen nicht so viel, Wallah. Irgendwas sagen. Wie würdest du eine Frau ansprechen? Ich weiß nicht, aber sag, komm da zusammen und so. Bro, ist ein Ehrenmann. Er ist ein Ehrenmann, das siehst du direkt. Was? Er geht nicht rein mit einem Anmachspruch. Er will einfach eine Freundin haben. Bro, 10 von 10. Bruder, bleib mein Bruder, kommt auf, ich stehe nicht so viel. Okay, Bruder, danke schön. Trotzdem danke. Habibi. Imran? Er ist ein Ehrenmann. Okay, mein Bruder. Ganz einfache Frage. Was ist dein bester Anmachspruch, den du hast? Chef, lecker, wie geht's? Mahlzeit. Alles gut. Hast du schon mal gemacht? Was hat der gesagt? Chef sagt lecker, hieß es? Mahlzeit? Chef, lecker, wie geht's? Mahlzeit. Alles Chef, lecker, wie geht's? Mahlzeit. Bro, wenn du den so bringst, dann lauf ich weg, Alter. Hast du schon mal gemacht? Nein. Warum nicht? 2 von 10. Ich mach ganze Zeit, ganze Tag, immer. Moin. Omid, Habibi. Guck mal, wir haben eine ganz einfache Frage. Ein Anmachspruch, den besten, den du hast. Okay? Bereit? Ja, dann muss ich noch schnell gucken. Ein Perle, denn dich findet nur süß was. Stark, Bruder. Hast du dir schon mal an eine Frau gesagt? Du bist ein was? Ich verstehe die Leute nicht. Du bist ein Penner? Okay, bereit? Du bist ein Penner? Ja, du bist ein Penner, denn dich findet nur... Ein Penner? Süß was. Stark, Bruder. Hast du dir schon mal an eine Frau gesagt? Nein, noch nicht.
Bitte tu's nicht. Okay, auf jeden Fall. Ach so, eine Perle. Eine Perle. Du bist eine Perle, weil nur Süßwasser. Ja, der ist halt mehr cringe. Ich gebe 2,5. Schau, das Problem ist, es gibt halt welche, die sind einfach schlecht und es gibt welche, die sind cringe. Der war eher cringe. Außerdem hat er abgelesen. Ganz einfache Frage, dein bester Anmachspruch, mein Bruder. Ich bin Boxer, hätte viele Kämpfe, alle gewonnen, aber gegen deine Schönheit gehe ich K.O. Wey, Bruder, hast du dich schon mal gebracht? 2. Ja. Wirklich? Und hast du Erfolg? Ja, 2 Stück, aber die anderen fand es nicht so gut und so. Wie viele andere? So 5. Wir haben keine Ahnung, mein Bruder. Ja. Aus welchem Land bist du? Palästinenser. Palästinenser, okay, mein Bruder, wir haben eine ganz einfache Frage für dich. Was ist dein bester Anmachspruch? Richtig geile Haare. Mein bester Anmachspruch. Ich habe ganz normale Anmachsprüche oder auch richtig harte. Bruder, mach den Herzen, den du hast. Den Herzen? Ja. Wisst ihr, alle Jungs sagen zu einem Mädchen, du bist die Schönste, die ich je gesehen habe. Aber wenn ich ein Mädchen sehe, dann sage ich einfach, ich habe deine Schönheit noch nicht gesehen. Weil die Schönheit kommt von innen und ich war noch nicht drin. Ja, das ist er. Das ist er. Das ist er, meine Freunde. Boah, bin ich zu laut? Bin ich zu laut? Habe ich jetzt zu laut rumgeschrien oder so? I'm sorry. Sag's mal, ob ich zu laut bin oder nicht. Aber der hat angefangen, als wäre er richtig cringe und dann ist er richtig genial geworden. Risk Goat. Never. Ihr habt alle keine Ahnung. 0 von 10. Komm, das war eine 9. Das war eine 9. Das war eine, ja, Plot Twist. Dankeschön. Okay, guck mal, Bruder, wir haben eine ganz einfache und simple Frage. Yeah. Was ist dein bester Anmachspruch, den du hast? Wärst du ein Hund, wärst du ein Hotdog. Geil, Bruder, erwartet auf den Rizzler. War nicht schlecht. Okay, Bruder, hast du ihn schon mal gebracht? Ich, bei Omme TV, Bruder. Und? Bei hat er gebracht? Hat er 2, 3 Weiber. Und? Hat geklappt? Ja. Haben die gegeben, Insta? Ja. Stark, yeah. Bruder. Ich würde den noch weiter durchziehen. Hört sich nach einem guten an. Okay. Okay, mein Bruder. Ich küsse dein Herz. Okay, mein Bruder, ganz einfach. Ja, Wash ist auch richtig riesig, ne? Wash ist, glaube ich, so um die 1,90, 2 Meter oder so. I don't know, crazy. Oder hat er sich extra lauter Jüngere ausgesucht, damit er größer wirkt? Na, Spaß. Frage, was Wash ist richtig viech. Beste Anmachspruch, den du hast? Zu einem Mädchen? Bruder, natürlich zu einem Mädchen. Mach deine Augen zu. Was siehst du? Nix, das ist mein Leben ohne dich. Es ist eine 1,5 von 10, weil der ist in allen Memes drinnen. Der ist richtig schwach. Ich hab gehört, du bist ein Playboy. Normal, Bruder. Erzähl mal ein bisschen, ein paar Storys. Oh. Wie viele hast du schon geklärt? Schon viele im Moment. Wie viele? Um die 20. Um die 20? Tschüss. In welcher Zeitspanne? Oh, keine Ahnung. 10 Minuten. Ungefähr so. Schätz mal. Kann mich nicht mal dran erinnern, Wallah. Okay, alles klar, Bruder. Ja, weißt du nicht, wie alt du bist? Die einfachste und simpelste Frage, die wir hier haben, ist, was ist dein bester Anmachspruch, den du hast? Der beste? Ja. Was heißt Datum auf Englisch? Date, Bruder. Du mit mir? Ich nicht, dankeschön. Aber hast du schon öfters gebracht? Was? Ich hab den jetzt gar nicht. Sorry. Anmachspruch, den du hast. Der beste? Ja. Was heißt Datum auf Englisch? Date, Bruder. Du mit mir? Ich nicht, dankeschön. Ja, aber hast du schon öfters gebracht? Ja, schon ein paar Mal. Die kommen entweder richtig gefährlich oder ganz, ganz schlecht. Das war auch einer, der ist nicht so gut gezogen. 1,5. Funktioniert. Und hat es auch ein paar Mal nicht funktioniert? Schau, wisst ihr, was ich machen würde? Chat. Wenn ich da wäre, wo er jetzt ist, ja, ich würde mir den E-Scooter hier snacken. Und jetzt angenommen, gut, die wäre jetzt, ich weiß nicht, ob die jünger ist als er, sagen wir die, zur Sicherheit, ne? Dann würde ich einfach hier so entlang scooten, würde so irgendeinen Schrei machen oder so, damit die halt auf mich aufmerksam wird. Und dann würde ich hier springen, 360, aber nicht ich 360, sondern nur der Roller unten so 360, weißt du, was ich meine? Landen, darüber und so seitlich wie beim Eislaufen, so da so stehen bleiben, sodass ihr schön der Dreck hier ins Gesicht fliegt und dann würde ich ihn bringen. Date mit mir, Englisch? Nee. Also du hast bis jetzt immer... Da kann keiner Nein sagen. Wie oft ungefähr so, schätze mal? 5, 6 Mal. 5, 6 Mal? Sehr stark, mein Bruder. Ich küsse dein Herz. Guck mal, wir haben hier eine ganz classic Frage, nämlich, was ist dein bester Anmachspruch, den du gerade am Start hast? Ich sag, ich habe zwar keine Lust auf Eis, aber ich kann dich gerne lecken. Hast du den schon mal gebracht? Boah, es ist, ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, wenn er das sagt. Wie alt ist denn er? 12 oder so? Lass mal den aus. Nein. Bruder, besser tust nicht. Ja, ich weiß. Okay. Ich lass es lieber. Aber er ist Dankeschön. Cool, er ist cool. Dann gib mir mal den besten Anmachspruch, den du hast, mein Bruder. Boah, bist du Madrid? Weil meine Gefühle sind für dich real.
Oh, okay, okay. Die wichtige Frage, die wir uns heute stellen, ist, ich hätte ja was gesagt. Ist der beste Anmachspruch, den du parat hast? 6 von 10. Was? Was ist der beste Anmachspruch, den du parat hast? Hat es eigentlich wehgetan, als du umgefallen bist? Hat es eigentlich wehgetan, als du umgefallen bist? Umgefallen? Oder hat er vom Himmel gefallen gesagt? Die wir uns heute stellen ist, was ist der beste Anmachspruch, den du parat hast? Hat es eigentlich wehgetan, als du umgefallen bist? Ich hoffe, er hat gesagt vom Himmel. Wenn er gesagt hat, als du umgefallen bist, das ist voller Front. Auf süß. Weil du bist voll schier. Wie, hast du den schon mal gebracht? Ja. Und? Hat es funktioniert? Ja. Wie oft schon? Einmal bis jetzt. Sehr stark, mein Bruder. Ich grüße dich, Luca. Wir haben eine ganz simple Frage für dich. Was ist dein bester Anmachspruch, den du hast? Mein bester Anmachspruch? Ja. Also, ich gehe, wenn ich einen finde, ich gehe hin, ich sag, hast du vielleicht ein bisschen Kleingeld? Denn ich habe meiner Mutter versprochen, sie anzurufen, wenn ich meine Traumfrau gefunden habe. Ja, Bro, der hätte halt 1960 funktioniert, aber wo willst du das Kleingeld reinstecken? In dein iPhone? Ich danke dir. Wir haben eine ganz simple Frage für dich. Was ist der beste Anmachspruch? Imagine, die gibt dir dann wirklich Kleingeld, bevor du finished bist. Den du parat dann hast. Dann musst du durchziehen, dann musst du einfach weggehen. Dann darfst du nichts mehr sagen. Boah, mein bester Anmachspruch. Du riechst gut. Ja, Frauen mögen das ja, wenn man ihren Geruch und ihren Augen Komplimente macht. Deswegen immer sagen, yo, deine Augen riechen gut. Zieht 10 von 10. Ich eine, hey Praline, willst du eine Füllung? Ja, okay, kennt man, aber stabile 5 von 10. Okay, Bruder, ich danke dir. Geht in Richtung sexuelle Belästigung, aber... Nein, Digga, ich hab niemanden. Okay, noch eine Frage. Aber auf seinem Pullover stand ja auch Kappa, ne? Deswegen den darf er bringen. Und zwar, hast du ein weltbewegendes Zitat, was du uns heute geben kannst? Auf Englisch oder auf Deutsch? Bruder, auf Deutsch am besten. Kann kein Deutsch. Egal, Bruder, dann auf Englisch. Revenge is a fool's game. Damn, das stimmt nicht. Aua. Okay, Bruder, noch eine Frage. Revenge is sick. Optional. Möchtest du uns ein Zitat sagen? Ein Zitat? Ein weltbewegendes Zitat. Nicht deine Frau wird dein Grab tragen, sondern deine Brüder. Boah. Damn. Stark, Bruder. Kennst du Kürt Ibo? Ja. Yeah. Du hast Kürt Ibo gerade zum Hund gemacht. Sowieso. Offiziell, Bruder. Okay, mein Bruder, guck mal. Wir haben jetzt noch eine Frage. Wir brauchen ein weltbewegendes Zitat. Bruder, okay. Da hinten steht einfach Top-Stelle. Top-Stelle 23. Irgendwer hat sich gedacht, yo, weißt du was? Das da hinten, das ist eine richtige Top-Stelle. Okay. Erzähl mal, hast du irgendein Zitat am Start? Fuck, nein. Nein, ich habe keine Zitate am Start. Weißt du, was ein Zitat ist überhaupt? Ja, ich weiß, was ein Zitat ist. Wie alt bist du? Ich bin 13. 13? Ja. Wann bist du geboren, Mann? Welches Jahr? 2010. Ja! Oh, Bruder. 2010, ich war in der ersten Klasse. Stark. Habibi. Okay, Bruder, ich brauch trotzdem ein Zitat. Überleg dir schnell was. Mach was auf Lock. Irgendwas Weltbewegendes. Schnell Zitat. I don't know. Frag nicht, was für ein Saft. Guck mal, Kürt Ibo sagt immer, die Löwen essen die Fleisch, die Hunde essen die Knochen von den Löwen. Und wenn du diese verstanden hast, bist du auch ein Löwe. Ja, ich hab's verstanden. Hast du ja verstanden? Ja. Was heißt das? Fuck, keine Ahnung. Der Erklärbär? Ja, ich hab was. Es ist verboten, toten Kojoten die Hoden zu verknoten. Ja, Erklärbär. Toy Story 3. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du ein Löwe. Ich küsse dein Herz. Wir fragen dich jetzt nach einem Zitat. Ich will, dass du den besten von allen Zitaten rausholst. Der geht an meine Ex. Okay. Es war ein Fehler, dich kennengelernt zu haben. Denn du warst wertloser als Blei. Damn, ist Blei so wertlos? Ja, witziges Video, hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Ich mag so Straßenumfragen und gerade von Walsh, der hat das richtig witzig rübergebracht. Fand ich sehr unterhaltsam und der Beste war der mit dem, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Dieser eine Dude da, wo ihr alle gesagt habt, der war schlecht. Aber er war G. Geiles Video.